Hallöchen und willkommen zurück hier bei wieder einer Runde Universal mit mir, euren Rob. Wir suchen mal jetzt die Leiche, die in der letzten Folge gestorben ist. Aber ich sehe ihn irgendwie nicht. Da müsste ja auch ein Symbol sein. Das Eis schmilzt, das ist schon mal gut. Das heißt, wir können wieder mit unserem Wasserpumpen pumpen. Das machen die auch schon. Da können wir mal reingucken, wie viel haben wir jetzt. Wir waren auf... Okay, bei 40 waren wir vielleicht. Passt also. Wo ist denn der jetzt gestorben? Hallo? Der hat sich schwer verletzt. Ist doch hier jemand gestorben gerade? Ja, keine Ahnung. Dann anscheinend doch nicht. Ach, wir hatten schon hertransportiert. Okay. Alles schick. Also geht's jetzt los, dass die Leute langsam aber sicher davon gehen. Eine Farm haben wir ja schon. Jetzt können wir diese lokalen Geschäfte noch bauen. Das ist sehr gut. Bauen wir mal hier noch ein lokales Geschäft hin. Bauen wir dann noch ein lokales Geschäft. So, dass die Leute so ein bisschen noch nebenbei mal Spaß haben. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da jetzt bauen sollte. Ich würde denken, Nahrung werde ich mehr brauchen. Nahrung ist so eine Sache. Gesamtmahlzeiten habe ich 12, aber nicht genug Platz für die Mahlzeiten. So, du hast Holz. Hier ist auch alles voll. Da sind auch schon zwei Gräber, das passt also. Gucken, wie schnell der Friedhof voll wird. Hier bauen sie eine Steinhütte hin. Können wir unten noch einen Brunnen gebrauchen. Und vielleicht dann hier unten noch was zum Essen. Ach, ich bin mir so unsicher. Ob ich da noch mal was zu essen brauche jetzt oder nicht? So, hier ist ja Wasser, da ist Wasser. Hier der Brunnen ist voll. Dann bauen wir hier noch einen Brunnen, dann passt das soweit. Hier hinten bauen wir jetzt noch einen Brunnen hin. Bevor wir kein Wasser mehr haben. Ja, ich möchte das nicht sehen, danke. Nein, das war das Falsche. Missklick. Hallo? Autosave. Ah, okay, darum hat es jetzt kurz geleckt. Kommt hier noch ein Brunnen hin. Dann haben wir erstmal wieder genug Versorgung. So, wir haben das abgekochte Wasser erforscht. Kann ich irgendwas upgraden? Nein, kann ich nicht. Nö, nö, nö. So, danach machen wir jetzt die Gruppenmahlzeiten. Okay, dann geht es hier oben weiter. Speiseöle. Glasbläserei können wir noch bauen und eine Lagerfläche. Grasweberei. Ja, dann gehen wir hier weiter, das kann ich noch nicht. Okay. Ein Friseur und da gibt es auch schon einen Kunden. Das ist sehr gut. Die lässt sich die Haare schön machen. Die Plätze sind noch gesperrt, also kann immer nur einer hin. Also müssen wir schon ein paar mehr davon bauen. Bauen wir noch welche. Kosten ja jetzt nicht so viel. Ah ja, haben wir das jetzt auch gebaut. Oder können wir bauen, aber wie gesagt, es geht ja nicht. Ich hab's ja schon probiert. Aber es ging nicht. Bauen wir hier noch einen hin. So. Die Steinhütte ist voll funktionsfähig. Hier unten geht es nämlich schön weiter mit Bevölkerung, mit Platz. Es wird immer wärmer. So, Fische haben wir genug, das heißt, das Wasserreservoir müsste auch bald voll sein. Es verdampft halt schon. Hier unten kommt nichts rein. Warum auch immer. Bestimmt, weil das oben nicht voll ist. Oder wir bauen hier unten noch eine Pumpe hin. Die haben wir schon gut abgeholzt, wir müssen nur noch ein bisschen aufforsten. Hallo, aufforsten? Jetzt. Ein Nugget glaubt an mich, das ist sehr gut. Alle müssen an mich glauben. Ah, Escape, ey, immer noch Escape. Man muss drücken, man muss nicht drücken. Das macht mich ja noch wahnsinnig. So, was ist mit euch los? Einwohner des Heimatplaneten, er möchte schlafen. Es ist taghell, du möchtest schlafen. Es geht gar nicht. Hier wird gearbeitet. Cool, was haben denn die hier? Ist hier der Chef oder was? Ah ne,
Kosmetik, ne? Wer kennt's nicht? Kosmetik. Cool, was ist hier? Das ist noch ein Friseur. Ja, scheint mal anscheinend, wir haben viele Frauen auf dem Planeten. Brauchen wir viele Friseure. So, hier geht's voran. Es ist voll. Da bräuchte man noch ein Lager, habe ich ja noch nicht erforscht, also kann ich da nichts machen. Echsen! Wer kennt es nicht? Echsensüßigkeiten. Und es ist wieder jemand gestorben. Ne, wir haben ja auch 59 Leute, da können wir mal ein paar sterben. Ist nicht so dramatisch. Hier gibt es bald ordentlich Nahrung. Und die haben Hunger. Ich habe halt zu wenig Plätze hier frei. Müssen wir noch eins bauen. Noch ein Wirtshaus. Oh, I'm sorry. Did I catch you at a bad time? Ja. Gerade ganz schlecht. Wie rum mache ich es denn so rum? Die haben Hunger, die Leute. Hier liegt da auch noch was rum. Esst das erstmal. Und wieder jemand glaubt an mich. Das ist sehr gut. Aber hier... Oh. Die Kriminalität geht nach oben. Krankenhaus, Wirtshaus, Steinrefinerie, Holzrefinerie macht das alles schlechter. Der Bau der Wasserpumpe wurde abgeschlossen. Sehr gut. Gibt es jetzt hier wenigstens Wasser? Nein. Also geht das alles hier oben noch rein. Auch nicht wirklich viel, weil das meiste verdampft. Hier, esst mal schneller. Andere wollen auch noch essen. Hallo. Kommt. Feuerwerk. Wann gibt es die nächste Wahl? In 14 Minuten. Boah, oben sind jetzt auch schon Gebäude mitten in der Wüste. Gruppenmahlzeiten, sehr schön. Gibt es da wenigstens wieder einen Slot frei, dass wir mehr Leute essen können? Nee. Dann brauchen wir halt jetzt, wie gesagt, wirklich den Holzofen, ne? Wirtshaus Upgrade, zusätzlicher Arbeitsplatz, primitives Kochen brauchen wir und Materialfehlung haben wir alles, passt soweit. Dann ist die Nahrungskapazität bis 5% und hier haben wir, der Nugget-Hunger reduziert sich um 10%. Sehr gut, Kochen brauchen wir unbedingt. Bestattungspraktiken, nee, das passt eigentlich, das passt. Hier haben wir noch Ausweiden dann. Köder und Abdichten, ja, wir machen mal... Das hier alles. Ach, kann ich nicht. Dass man die Fischerei ausbauen kann, dass man noch mehr Nahrung bekommt. Mehr Grundnahrung, die dann ausgebaut werden kann zu Mahlzeiten. Und zu schönen Getränke. Oh, hier ist die Batterie schwach. Dann geh doch schlafen, meiner. Du musst doch nicht länger, als du kannst. Ist da alles okay? Oder kann ich dich hier aufladen? Hier, Happiness. Freudenschub, hier komm, sehr froh. Sehr gut. Jetzt freut euch alle wieder, das ist sehr gut. Du brauchst Wasser, hier ist Wasser, komm. Hier ist überall Wasser. Reichen die drei hier wieder nicht, brauche ich noch einen Brunnen. Wie viel Brunnen soll ich denn hier bauen? Hier machen wir eine Brunnenversorgungsstelle, ey. Kleines Nahrungsgebiet sozusagen. 4 Brunnen, 2 Wirtshäuser. Gibt es hier jemanden, der gut kochen kann? Das ist ein Gourmet. Der isst dann eigentlich mehr, als er kocht, ne? A nugget is in great pain, creator. I don't know how they keep doing this to themselves. Wo ist sie denn, die Kleine? Kein Nickerchen hielt. Okay, er ist also gestorben, der eine. Da ist er. Ich kann dir helfen. Ich helfe dir. Verjüngen. Kann ich alle verjüngen, wenn ich da wieder jünger oder? Und das macht nicht bei jedem was, oder? Nee. So, wo sieht man denn das Alter? Hier 15. Es ist auch bald kurz vorm Tod. Nee, da kann ich nichts machen. Irgendwann müssen sie halt mal sterben, leider. Hier wird dann auch gleich Nahrung produziert. Und wir haben ja gleich das Upgrade.
Dann werde ich die beiden Wirtshäuser auch upgraden. Oh, jetzt sterben sie alle. Aber die Bevölkerung wächst noch, das ist okay. Nur der Friedhof wird irgendwann voll. Ich weiß ja nicht, ob die dann irgendwann nochmal weggehen, die Leichen. Ah ja, die gehen weg, okay. Was steht da? Kann man nicht lesen, geht gleich wieder weg. Ja, hier baue ich euch auch nochmal einen Brunnen hin. Ja, die brauchen ja Wasser ohne Ende, die Leute. Hier Platz? Nee. Hier geht ein Weg hin, da könnt ihr hier nochmal, wenn ihr dann am Friedhof wart. Das bringt zwar hier nicht so viel. Aber another egal. Tasty morsel of research fresh out of the oven. Verbessern. Sofort the sweet aroma of learning. Und hier auch verbessern. Wir brauchen mehr Nahrung. Verändert sich da noch das Aussehen? Das sehen wir ja gleich, ne? Theoretisch müsste sich das ja auch verändern, wenn ich es verbessere. Mehr Tische müssten dann sein. Weil hier ist ja jetzt gerade mal ein Tisch. Steinhütte ist voll funktion... Ach du meine Güte. Wie viele Hütten wollt ihr denn noch bauen? Baut mal die Hütten aus. Hier, Akku leer, geh schlafen. Komm. Nicht langsam mal voll, es verdampft immer noch. Und dann ist es gestorben. Oh oh. Hier wird jetzt ordentlich... Okay. Erstmal einreißen und dann neu bauen. Es wird jetzt ein Restaurant. Restaurant, wer kennt es nicht? Das steinzeitliche Restaurant. Da gibt es dann Äxte zum Frühstück. Hier wird überall schön, ne? Liebe gemacht. Love is in the air. Ey, die hacken mir das Holz alles weg. Das ist Wahnsinn. Wir haben nicht mal ein Lager eigentlich. Oder brauchten die jetzt hier Holz? Ja, die brauchen bearbeitetes Holz. Okay, dann passt das ja. Hab ich ja. Muss ich dann doch mal ein Lager bauen, sonst wird das nämlich bald nichts mehr. Dann habe ich nicht genug. Woran nichts jetzt hier? Na, die bauen noch. Die Bauarbeiter. So, Speiseöl ist in Erforschung. Danach kommen, wie gesagt, die Lagerflächen. Das ist okay. Grasweberei wäre nicht schlecht, aber wir machen dann erstmal das taktische Ausweiten und danach die Grasweberei. Und dann sollten wir eigentlich mal ein bisschen in die Richtung weiter forschen. Vielleicht auch mal Wachtürme. Es gibt viele Gefahren in der Wildnis da draußen, mehr als die meisten Nuggets zählen können. Einige dieser Gefahren haben Spitzzähne und messerscharfe Klauen. Um deine Zivilisation davor zu schützen, musst du Verteidigungsanlagen errichten. Hier hast du den offiziellen Nugget-Wächterschwur. Trage ihn laut vor, damit alle erfahren, dass sie in Sicherheit sind. Die Nacht bricht herein und unsere Wacht beginnt. Wir sind die Wächter auf dem Turme. Der scharfe Steinsplitter in der Dunkelheit. Wir sind vermutlich diese Nacht hier und alle Nächte, die da kommen mögen. Ah, okay. Bunker für Naturkatastrophen. Oder brauchen wir erst Bildung? Die werde ich dann auch danach mal erforschen. Krankenhaus-Upgrade. Hier gibt es dann die ganzen Upgrades. Hier geht es dann leicht voran. Metallmine, Upgrade Wasserpumpe. Okay, Ingenieurshütten-Upgrade. Plus 5 Jahre zur Nugget-Lebenszeit. Das ist sehr gut. Antiseptik. Da gibt auf jeden Fall noch schöne und tolle Sachen. Haben sie echt... Es ist was passiert in den halben Jahr, wo ich nicht gespielt habe. Und das wächst ja immer mehr. Da, jetzt ist es hier fertig. Kann ich noch Nugget zuweisen. Hier haben wir noch ein Gourmet. Da kann er mitarbeiten. Ja, sieht auf jeden Fall anders aus. Mehr Tische, sehr schön. Der Holzofen da, ah okay. Dann legt mal los, Jungs, hier. Kocht mal für die Leute. Und das geht auch gleich voran. Wir brauchen halt mehr Stein. Holz haben wir zehnmal da, nur Steine halt nicht. Noch eine Steinhütte. Brauche ich echt mal wieder einen Ingenieur. Hier ist noch alles drin. Wie sieht es überall aus?
Ja, nicht so geil. Wir bräuchten noch einen Ingenieur. Die Hütten What gehen sonst is it kaputt. You're hoping to see exactly? Ich möchte nicht reingucken, was sie machen. Keine Angst, meine. Ein Nugget hat gestattet, an mich zu glauben. So hat sich schwer verletzt. Wo ist er? Der lässt sich schwer verletzt hat. Ich will dich heilen. Ich sehe dich noch nicht. Ein paar Nuggets haben eine Familie gegründet, das ist immer gut. Hallo, Schwerverletzter? Na dann, da kann ich dir nicht helfen, ne? Oder bist du gleich gestorben? Ach, da ist er. Ich hab ihn. Wir brauchen Verjüngung ist drin. Und er ist wieder gesund. Es ist Herbst. Vielleicht bräuchte man jetzt doch mal dann so einen Gezeitenturm. Wo war der jetzt? Hallo, Gezeitentürmchen. Da, die Wetterstation. Bauen wir hier neben das Archiv. Creator, I'm hearing reports of Nuggets narrowly avoiding death by falling debris. Maybe it's a good idea to invest in some more engineers' huts. Ja, da muss ich jetzt noch eine Ingenieurshütte bauen. Ich wollte die eigentlich nur upgraden. Hier ist halt kein Platz. Wo soll ich die hinbauen? Ja, anscheinend dahin. Zack, das eine Haus weggerissen. Ganz egal, die hier priorisieren. Wir brauchen Holz. Das kann ich euch gleich alles holen. Mit Telekinese. Telekinese. Das ist kein Telekinese-Holz. Habe ich euch alle glücklich gemacht. Super. Ich will euch aber nicht glücklich machen. Ich will euch helfen. Geht das nicht? Geht doch. So ein Stein. Geht das? Ja, das geht. So, ihr kriegt dann noch einen Stein. Wie sieht's hier aus? Ist sind alle voll? Die sind alle voll. Hier ist nicht voll. Da ist voll, wir brauchen noch mehr von denen. Ey, die brauchen hier Sachen ohne Ende. So, dann brauchen wir noch eins, weil hier brauchen sie noch eins. Die sind alle traurig. Die brauchen ein bisschen Spaß. Oh, da haben wir schon einen. Ja, da haben wir doch schon einen. Machen wir den hier noch mit rein. Hier setzen wir noch einen Brunnen hin. Das wird hier gebaut, ohne Ende gebaut. Einfach nur bauen, 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 bauen. So, zack. Hier brauchen wir noch einen Arbeiter, brauchen wir einen Workaholic. Da ist der Workaholic. Das Archiv droht einzustürzen, alles stürzt hier ein. Hier haben wir noch einen Gummi. Dann könnt ihr alle mal ein bisschen köcheln. Müssen wir nahrungstechnisch, müssen wir es jetzt wieder hinbekommen haben. Ein Brunnen ist ein Trümmerhaufen. Wo denn? Kann ich ja nicht hinspringen, wo das war. Muss ich den jetzt suchen. So, wir haben hier noch eine neue Wahl. So, konzentriert sich auf das Forschen als auf Religion. Das Forschen ist schneller. Okay, weniger Zeit in der Schule. Wir haben eh noch keine Schule. Die schenken der Medizin mehr Beachtung. Für Medizin, nee, da bin ich eher für den. Forschen ist wichtiger. I was just about to compliment you on your fantastic new ice sculptures. But then I realized those were just frozen nuggets. Und das ist kaputt, müssen sie reparieren. Und hier muss ich noch einen zuweisen. Da können wir auch einen Faulen nehmen. Temperaturkarte zeigt Windkarte. Ah, okay, okay, okay. So, wir haben jetzt ein Lager. Schauen wir mal, wo das ist. Ein Lager. Kommt ja gleich in die produzierenden Gebäude.
So, der repariert und der repariert. Aber ob die beide jetzt reichen, das weiß ich auch noch nicht, weil hier ist kaputt, dort ist kaputt. Jetzt haben wir die Nahrungsprobleme haben wir gelöst anscheinend. Jetzt geht alles kaputt. Die Bevölkerung wächst zu schnell. So, da geben wir die Pumpe. Oder geht auch nicht, weil wir haben ja Winter. Oh, Wasserknappheit wird kommen. Weil es hier oben so dolle verdampft. Ja, Wasser ist gleich, Alter. Da werden wir nicht mehr im Winter kommen. Das heißt, ich muss mal etwas zaubern. Ich hätte gern Frühling. Zack. Ja, ne? Was ist hier los? Das habe ich euch durcheinander gebracht, denn wir haben jetzt Frühling. Und das Wasser verdampft. Würde es denn hier auch verdampfen? 33 Grad. Nee, es gibt 4 Jahreszeiten. Okay, okay, okay. In 8 Zyklen aufgeteilt. Ah, das weiß ich jetzt alles durch den Wetterturm. 39 Grad. Hier ist es ein bisschen kühler. Hier ist eigentlich auch recht kühl aus. Wasser verdampft trotzdem. Es kommt halt nichts rein. Oder wir verbrauchen einfach zu viel. Ich würde sagen, wir verbrauchen einfach zu viel. Ich hätte noch mehr Pumpen jetzt bauen müssen. Ich habe jetzt so viel rundherum gebaut. Da reichen dann die Pumpen einfach nicht mehr. Was war denn das jetzt? Jemand gestorben? Nein, kein Brunnen. Eine Pumpe. Und wir wollen noch eine Pumpe. Und natürlich alles nur aus einem... Wir feiern, was soll's. Happiness ist nur ein See, okay. Gerne mehr. Okay, ist auch nur ein, naja, ist schon ein Meer. Köder und abdichten. Wir werden das mal hier upgraden. So, dann haben wir danach das und dann geht es ja damit weiter. Und dann wollten wir ja die Bildung oder was wollten wir noch? Göttliche Bestrafung? Nö. Für Medizin wird verringert. 5 Jahre zur Nuggets-Lebenszeit. Hier auch nochmal 5 Jahre. Eine Wünschelroute. Brunnen-Upgrade. Wir brauchen mehr Wasser. Brunnen-Ausschachten. Ja, das ist das, das ist das. Dann werden wir als nächstes dann doch mal in Bildung investieren. Ja, okay, das ist das. Hier sind dann die Minusgrade. 25 Grad, 33. Hier oben ist es so warm. Hier ist aber auch nicht viel besser. Aber gleich müssten sich mal die Speicher theoretisch füllen, auch wenn es verdampft. Wie viel glauben an mich? Es glauben fast alle an mich, das ist sehr gut. Der ist jetzt, oder sie, wieder eine sie. Also wir sind da echt, ne? Fortschrittlich für die Steinzeit. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann erstmal in der nächsten Folge, denn ich habe leider nicht den Timer gestartet und weiß nicht, wie lange die Folge ist. Und bevor es dann hier wieder eine Stunde oder so wird, ne? Also dann, bis dahin, schaltet morgen wieder ein und tschüss, euer Rob.